Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es war beim Finanzamt zum Betteln und Flehen. Denn das Finanzamt ist gerecht und teuer und verlangt vom Christkind die Einkommenssteuer. Das Amt will noch wissen, wie es angehen kann, dass das Christkind so viel verschenken kann. Das Finanzamt hat so nicht kapiert, wovon das Christkind das finanziert. Das Christkind rief, die Zwerge, die stellen alles her. Da wollte das Finanzamt wissen, wo denn die Lohnsteuer wäre. Für den Wareneinkauf müsste es Quittungen geben und die Erlöse wären anzugeben. Ich verschenke das Spielzeug an Kinder, wollte das Christkind sich wehren. Da wäre die Frage der Finanzierung zu klären. Sollte das Christkind vielleicht Kapitalvermögen haben? Das wäre besser jetzt zu sagen. Meine Zwerge besorgen die Teile und basteln die Geschenke in Eile. Das Finanzamt fragte wie verwandelt, ob es sich nicht vielleicht um innergemeinschaftliches Gewerbe handelt. Oder kämen die Gelder, das wäre ein besonderer Reiz, von einem illegalen Spendenkonto aus der Schweiz. Ich bin doch das Christkind, ich brauche kein Geld, ich beschenke doch die Kinder in der ganzen Welt. Aus allen Ländern kommen die Sachen, mit denen wir die Kinder glücklich machen. Dies wäre ja wohl nicht geheuer, da fehle ja die Einfuhrumsatzsteuer. Das Finanzamt von diesen Sachen keine Ahnung, meint, dies wäre ein Fall für die Steuerfahndung. Mit diesen Sachen, welch ein Graus, fällt Weihnachten dieses Jahr wohl aus. Denn das Finanzamt sieht es nicht ein und entzieht dem Christkind den Gewerbeschein.